Guten Tag, ich bin Anna Heikova von der University of Warwick und heute erzähle ich Ihnen eine kurze Zusammenfassung über die Lage der lesbischen und Transfrauen in NS-okkupierten Europa. Wenn ich mir als Holocaust-Historikerin die Geschichte der lesbischen Frauen in Nazi-Deutschland anschaue, ist es wahnsinnig auffällig, wie wenig dieses Thema erforscht ist. So viele von Aspekten von Nazi-Deutschland sind gut erforscht, oft mit vielen Büchern und Aufsätzen, Bürgertum, Katholiken und Kultur. Und dabei haben wir eine einzige Monographie, das fantastische Buch von Claudia Schopmann, was im Übrigen vergriffen ist, das sich mit lesbischen Frauen in NS-Deutschland beschäftigt. Ich sollte hier kurz darauf hinweisen, dass für lesbische Geschichte in NS-Deutschland, genau wie auch Schwule, ein Kaviat zutrifft. Es handelt sich hier um LGBT-Geschichte und nicht um queere Geschichte. Es ist oft ziemlich deskriptiv und es geht immer noch um einen emanzipatorischen Ansatz und nicht methodologische Erneuerung. Das liegt aber auch daran, dass viele dieser Leute, die dazu forschen, das nicht als Teil des akademischen Betriebs machen. Der Grund dahinter ist doppelte Marginalisierung der Frauengeschichte und der Geschichte der Homosexuellen. Es ist nun einmal so, dass bisher nur sehr wenige deutschsprachige Historikerinnen und Historiker Karriere gemacht haben, die dazu ihre wichtigen Bücher, ihre Dissertation oder Habilitation geschrieben haben. Das ändert sich gerade. Einige Leute haben vor kurzem promoviert und Stellen bekommen. Insofern heißt es abzuwarten. Aber ich möchte auch alle Leute ermutigen, die mir heute zuhören, damit akademische Karrieren anzusetzen, denn sonst wird sich nichts ändern. Die Arbeiten von herausragenden lesbischen und feministischen Historikerinnen und Historikern sind leider nur einem kleinen Kreis der Expertinnen bekannt. Nach wie vor tut sich die deutschsprachige Geschichtswissenschaft schwer mit queeren und feministischen Forschungsperspektiven. Sie werden nicht finanziert, sie werden nicht rezipiert, sie werden nicht einmal übersetzt. Und es heißt zwar immer, wir können alle Englisch, aber wir können nicht alle Englisch und auch wenn viele von uns Englisch können, lesen sie auf Englisch nicht. Aber vor allem und am wichtigsten, diese Arbeiten werden nicht für relevant gehalten. Ich möchte argumentieren, dass der Grund dafür ist, dass die Gesellschaft, in der wir leben, immer noch eine patriarchale Gesellschaft ist, die dazu geführt hat, dass lesbische und Transfrauen Stieftöchter der Aufarbeitung der NS-Geschichte sind. Es heißt, sie hatten keinen Strafgesetzbuchparagraphen, daher hatten sie keine Akten oder kommen in den Akten nicht vor. Deswegen sei ihre Geschichte nicht relevant und deswegen darf ihre nicht gedacht werden. Was für die Forschung auch wichtig ist, ist, es gibt sehr viele Kleinstudien, sehr viele Regionalstudien, aber wenig Makroperspektive. Und die Makroperspektive werde ich versuchen, ein bisschen anzugehen. Und sogar wenn diese Forschung Eingang in die wichtige historiografische Zeitschriften gefunden hat, die Leute beziehen sich leider selten aufeinander. Wozu auch später. Ich möchte mit der Doyenne anfangen, mit Claudia Schopmann, die 1991 ihre Dissertation geschrieben hat, Nationalsozialistische Sexualpolitik und weibliche Homosexualität. Es ist dank Claudia, dass wir eigentlich die Grundsteine der Forschung haben über Frauen wie Alice Muller, eine Berliner Angestellte der öffentlichen Verkehrsbetriebe, deren Einlieferungsgrund nach KZ Ravensbrück lesbisch besagte. Das ist so wichtig, weil bekanntlich Frauen in den Reichsdeutschen Paragraphen 175, der Homosexualität unter Strafe setzte, nicht einbezogen wurden. Und mit 175 sind wir schon auch bei dem Kernargument der Gegner des Gedenkens auf die lesbischen und Transfrauen, die NS verfolgt worden sind. Sie seien doch nicht verfolgt worden. Der Paragraph 175 und 175a kriminalisierte nur männliche Homosexualität. Ja, es wurde zwischendurch Anfang des Dritten Reiches debattiert, ob weibliche Homosexualität auch unter Strafe gesetzt wurde. Aber dem war letztendlich nicht. Dennoch möchte ich kurz aufführen, weswegen der 175er Argument zu kurz greift. Zum einen, in den Statistiken zum Paragraphen 175 kommen auch Frauen vor. Es ist natürlich unklar, waren es Frauen, die deswegen verfolgt worden sind, weil sie schwulen Männern geholfen haben, zusammen zu sein, oder war es ein Behelfsmechanismus für die Juristen, diese Frauen zu verfolgen. Wir wissen dank der Forschung von Claudia Schopmann und Alexander Wellner über einige Frauen, die Haftstrafen absitzen mussten oder Geldstrafen bekamen. Allerdings wissen wir auch dank der fantastischen Forschung von Jens Dobler,
dass ganz oft lesbische Frauen unter anderen Paragraphen verfolgt worden sind in Altreich. Paragraph 174, Sex mit Abhängigen, 176, Missbrauch von Kindern oder Erregung des öffentlichen Ärgernisses, 183 und viele andere wie Prostitution, grober Unfug, Hehlerei oder Diebstahl. Es gibt im Übrigen immer wieder Querhinweise darauf, dass lesbische Frauen als Sexarbeiterin gearbeitet haben sollten oder dass sich die Öffentlichkeit lesbische Frauen als Prostituierte vorgestellt hat. Und das ist ein Narrativ, das ist ein Diskurs, was immer wieder aufgebracht wird, aber das noch nicht konsequent erforscht worden ist. Und das wäre unglaublich wichtig und spannend. Darauf gehe ich auch später ein. Lori Marhoefer, eine ganz wichtige amerikanische Historikerin, hat sich Ilse Totzke, eine Würzburger Widerstandskämpferin, angeschaut, die in den letzten Jahren der 30er immer wieder zu Gestapo vorgeladen worden ist, weil sie denunziert wurde. Ihre Nachbarn beobachteten sie und hatten das Gefühl, sie lebt geschlechtsnonkonform. Sie trägt kurze Haare, sie trägt männliche Klamotten und sie unterhält sich auch mit Leuten, mit denen sie sich nicht unterhalten sollte. Totzke war auch mit jüdischen Menschen oder mit einer Frau, die in einer sogenannten jüdischen Mischehe gelebt hat, befreundet. Und deswegen wurde sie immer wieder denunziert und zu Gestapo vorgeladen, aber deswegen wurde sie nicht letzten Endes in KZ eingeliefert. Aber Totzke, die nonkonform lebte und auch Widerstandskämpferin war, hat 1942 einer jüdischen Freundin geholfen, über die Schweizer Grenze zu fliehen. In der Schweiz wurden sie alle beide aufgegriffen, sie sind leider nicht der einzige Fall, und zurück nach Deutschland geschickt. Die jüdische Freundin wurde nach Auschwitz geschickt und konnte glücklicherweise überleben, konnte aber nach dem Krieg nicht mehr feststellen, dass Totzke tatsächlich auch überleben konnte. Totzkes Schicksal nach der Verhaftung war besonders außergewöhnlich, denn wenn man sich im Vergleich anschaut, was anderen nichtjüdischen Helfern und Helfern geschah, die aufgefangen worden sind, sie bekamen in der Regel kurze Haftstrafen oder bekamen Geldstrafen, aber Totzke, bei der die Gestapo 1942 feststellen konnte, dass sie diese ganze sehr umfangreiche Akte und Verhöre und Beobachtungen hinter sich hatte, wurde nach Auschwitz eingeliefert und dann aus Auschwitz nach Ravensbrück. Und sie hatte großes Glück, dass sie überleben konnte. Aber diese extreme Strafe weist darauf hin, dass wir Verfolgung der lesbischen Frauen immer intersektional beobachten müssen und dass es eben immer auf den Kontext eingeht. Ingeborg Boxhammer, eine weitere wichtige aktivistische Historikerin der lesbischen Geschichte, die auch den Portal lesbengeschichte.de betreibt, untersuchte in einem super spannenden kurzen Buch, was ich allen empfehle, die Geschichte zweier Tänzerinnen, Margot Leo und Marta Halusa, die mehrhaft verhaftet wurden. Die beiden Frauen lebten zusammen, arbeiteten mitunter auch als Sexarbeiterinnen. Aber dann, Ende der 30er, kam Margot Leo in eine schwierige Lage, denn sie war Jüdin. Und es drohte ihr, entrechtet, verfolgt und später auch deportiert worden. Aus dem Grund heiratete sie dann im Herbst 1941 einen chinesischen Mann, denn dadurch bekam sie chinesische Staatsangehörigkeit und das schützte sie vor der Deportation. Im Mai 1942 legte dann der Ehemann eine Beschwerde und einen Antrag auf Annullierung der Ehe, weil er dahinter gekommen ist, dass seine Frau eine lesbische Beziehung mit ihrer besten Freundin ist und er wollte es nicht mehr tolerieren. Auch wenn er sehr genau wusste, dass indem er die Ehe annulliert, wird seine Frau der Deportation ausgeliefert sein. Es war durch viel Glück und großen Mut, dass die beiden Frauen es gelungen ist, der Verhaftung zu entkommen. Sie wurden auch immer wieder verfolgt. Ganz zum Kriegsende wurde Margot Leo von der Gestapo gefangen, wahnsinnig geschlagen und mit den Folgen hatte sie ein ganzes Leben danach zu kämpfen. Sie ist auch untergetaucht und viele Leute haben ihr geholfen. Es gibt auch die Geschichten und Hinweise darauf, wie die queere Orientierung der beiden sie der Erpressung untersetzt hat. Es ist eine schwierige und spannende Geschichte, weil wenn wir uns über lesbische oder jüdische Frauen im Holocaust vorstellen, wollen wir Leute haben, die Lebensläufe haben wie wir, mit denen wir uns identifizieren können, Leute mit Mittelklasse-Biografien und nicht Tänzerinnen und schon gar nicht Sexarbeiterinnen.
Und hier finde ich, ist der Blickpunkt der lesbischen Geschichte auf Holocaust so nützlich, weil es uns Blick darauf werft, auf die Geschichten, die ausradiert worden sind und die vielleicht viel häufiger sind, als wir es uns vorstellen können. Eine weitere spannende Perspektive bietet uns die französische Historikerin Camille Faurot an, die ein Buch geschrieben hat über französische Arbeiterinnen, die sich freiwillig nach Berlin oder Deutschland im Krieg gemeldet haben. Sie bietet uns die Liebesgeschichte von zwei französischen Arbeiterinnen an, die ältere Marie und die jüngere Lucienne, die sich im Lager kennengelernt haben und miteinander eine Beziehung anfingen. Faurot beschreibt sehr genau, wie es ausgesehen hat, wenn Menschen miteinander, die im Lager lebten, intim sein wollten. Denn die Unterkünfte waren Massenunterkünfte, die Badezimmer waren Massenbadezimmer und man hatte da nirgendwo einen Rückzugsort, auch wenn sich diese Leute dorthin freiwillig gemeldet haben. Eines Tages im Februar 1943 fand die Aufseherin Lucien in Maries Bett. Marie wurde versetzt, aber im Juni 1943 zog sie wieder zu ihrer Geliebten in dieses alte Lager. Die beiden wurden zu der Polizei, zu dem Lesbenreferat vorgeladen und Lucien sagte folgenden ganz bemerkenswerten Satz im Verhör. Trotz des Verbots der ALG, also der Gesellschaft, für die sie arbeiteten, mit Marie in einem Lager zusammenzuwohnen, haben wir voneinander nicht gelassen, weil wir uns lieben. Also diese ganz klare Erklärung ist, wir lieben uns und wir werden voneinander nicht lassen. Ist ganz bemerkenswert. Man darf auch nicht außer Acht lassen, wie erschreckend es ist, wenn diese Frauen von der Polizei vorgeladen werden. Die ALG beließ es nicht dabei, sondern meldete es der Polizei wegen Paragraphen 183, Erregung des öffentlichen Ärgernisses. Und die beiden Frauen kamen dann davon, aber man sollte sich nicht nur darauf konzentrieren, wer davon kommt, sondern wie einschüchternd es für viele Leute ist. Und das zeigen gerade die Wiener Quellen. Denn zum Beispiel Samuel Hunneke, ein weiterer amerikanischer Historiker, hat sich auch mit vielen lesbischen Fällen in NS-Deutschland gezeigt. Und er argumentiert, und ich bin damit nicht einverstanden, aber ich finde es sehr interessante und wichtige Interpretation, dass wir wiederum anders uns anschauen konnten. Denn es gibt viele Fälle, auf die er hinweist. Unter anderem er untersuchte kurz nach Camille Faurot eben Marie und Lucien und sagt, aber letzten Endes, diese Frauen kommen nicht in KZ, sie bekommen keine Haftstrafen. Er hat auch andere Fälle, wo Frauen vielleicht ihren Job verlieren oder aus der NSDAP fliegen, aber nicht verhaftet werden. Und so ist generell auch die methodische Frage, ist das Glas halb voll oder ist es ganz halb leer? Nun, vielleicht, wenn Sie mir zuhören, sagen Sie sich, und wo sind die Frauen mit dem schwarzen Dreieck, mit dem schwarzen Winkel, wo sind die sogenannten asozialen Frauen? Denn das ist die alte These von Claudia Schoppmann, lesbische Frauen seien als Asoziale verfolgt worden. Das hängt damit zusammen, dass Claudia Schoppmann irgendwann in den 90ern eine Einlieferungsliste nach Ravensbrück fand, wo einige sogenannte asoziale Frauen den Vermerk lesbisch hatten. Und seitdem hatte diese These so ein bisschen Allgemeinlauf bekommen und es wird immer wieder behauptet, lesbische Frauen seien als asoziale verfolgt worden. Das wissen wir letzten Endes nicht, denn vor 4-5 Jahren hat eine fantastische deutsche Historikerin Julia Hörath eine spannende neue Biografie zu der Verfolgung der sogenannten asozialen und Berufsverbrecher. Die sind zwei ganz marginalisierten Gruppen vorgelegt. Und sie schaute sich Dutzende von Akten von sogenannten Asozialen an, darunter auch Dutzende von Akten von Frauen. Und in keiner dieser Akte war welcher Hinweis auch immer auf queeres oder geschlechtskonformes Leben. Und daher müssen wir daraus schlussfolgern, dass die 4 oder 5 Fälle, die Claudia Schoppmann fand, vermutlich Ausnahmen waren. Es ist auch eine Forschung, die abgesehen von Julia Hörath nicht systematisch betrieben worden ist. Und das Problem ist, weil wir nicht systematische Quellenüberlieferung zu lesbischen Frauen haben, können wir es auch nur stichprobenmäßig erforschen. Nun, an diesem Punkt spätestens sollte ich darauf eingehen, dass ich in Wien und in Österreich spreche und Österreich behielt sein altes Strafgesetzbuch mit dem Paragraphen 129, was sowohl männliche als auch weibliche Homosexualität unter Strafe setzte. Es sind allerdings ganz wenige österreichische queere Frauen, die wegen dieses Paragraphen in KZ kommen. Es sind
etwas weniger als Männer oder deutlich weniger als Männer, die Haftstrafen bekommen. Es ist trotzdem für sie wahnsinnig erschreckend und einschneidend. Ich möchte hier ganz kurz darauf eingehen, auf die zwei Fälle von Frauen aus Oberösterreich, die tatsächlich in KZ kommen, die wir dank Albert Knoll und Thomas Brüstle kennen. Es sind zwei ganz arme Frauen schon mittleren Alters, Pauline, 46-jährig, und Marie, 39-jährig, die in einem Armenhaus lebten. Irgendwann 38 wurden sie von einer vorbeigehenden Polizeikontrolle verhaftet. Sie waren schwer betrunken und hatten miteinander Sex. Und es ist eben diese Wiederverhaftung wegen widernatürlicher Unzucht, 129, aber auch Alkohol, verboten Alkoholkonsum, das sie in Kerker und in die Haftstrafe bringt. Aber nicht nur das, sie haben beide 12 Vorstrafen. Ich weise wieder darauf hin, wie wir oft Geschichte von Leuten schreiben, die so ähnlich sind wie wir, also sehr anständig und sehr Mittelklasse, und somit fallen Leute, die anders leben als wir, raus, und das ist ein großes Problem. Beide Frauen wurden verurteilt zu 6 Monaten schweren Kerker, aber danach wurden sie weiter in KZ geschickt. Pauline zuerst nach Lichtenburg, danach nach Ravensbrück und später nach Auschwitz, wo sich ihre Spur verlor. Marie nach Lichtenburg und später nach Ravensbrück, wo sich ebenfalls ihre Spur verlor. Und es gilt hier zu fragen, wurden sie in das KZ aus Haft weitergeschickt wegen dieser lesbischen Strafe oder deswegen, weil sie beide Vorstrafen hatten? Das gilt es noch zu erörtern, und wieder gilt, wenn wir uns mit dem Thema beschäftigen, müssen wir intersektional nachdenken. Somit komme ich zu der Schlussfolgerung. Lesbische und Transfrauen wurden in NS-Deutschland in der Regel nicht nur als Lesben verfolgt, aber es ist oft ihre sexuelle Identität, die die Umgebung so störte, dass sie denunziert oder beobachtet wurden. Wir haben überhaupt nicht die harten Zahlen, wie die Verurteilungen bei den Männern haben, aber es ist nun mal kein Wettbewerb, wer ins KZ kommt. Lesbische Frauen wurden in der Zeit nicht durch ein spezifisches KZ gedreht, sondern durch Kombination von vielen Faktoren. Es war aber oft ihre Geschlechtskonformität, ihr Lesbischsein, das den Ausschlag gab, dass die Nachbarn oder Leute um sie sie denunziert haben. Deswegen waren sie massiv angewiesen auf die Duldung ihrer Umgebung, auf funktionierende Netzwerke und darauf, sich möglichst unauffällig zu verhalten, also sexuelle und geschlechtliche Normalität zu performen. Das hatten Leute, die unterhalb der Arbeiterklasse lebten, nun mal gar nicht. Es gäbe auch viel darüber zu erzählen, wenn diese Frauen in KZ kommen, auf die Homophobie der Lagergesellschaft und leider auch den Überlebenden, aber das würde den Rahmen heute sprengen. Vielen Dank, und ja, ich hoffe, das hat Ihnen gefallen.